Ja, grüezi miteinander. Ich möchte euch auf ein kleines Besuch in meinem Atelier einladen. Die Zeit ist für uns alle schwer. Wir sind hier in Frankreich auch eingesperrt. Wir haben Ausgangsverbot. Und ich nutze die Zeit, für an meinem Projekt, an meinem neuen Buch zu arbeiten. Aber ich bin eigentlich seit eh und je eine Buchstabensammlerin. Das heisst, ich kann jetzt das Projekt eigentlich vertiefen und mich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Ich bin eigentlich seit eh und je eine leidenschaftliche Buchstabensammlerin und das halte ich fest in meinen Skizzenbüchern. Meine Skizzenbücher, da kann ich so Sachen notieren, skizzieren, vertiefen, vergleichen. Und das mache ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr lang. Auch auf meinen Reisen nehme ich die mit und habe dann eigentlich sehr schöne Möglichkeiten auch, um neue Sachen zu begegnen. Ich sammle meine Sachen in Kisten, also in schönen Schachteln. Die habe ich in meinen Schränken. Die Schränke sind natürlich voll. Da kann ich mich teilweise eben auch bedienen und vielleicht noch mal etwas vornehmen, weiterarbeiten und so weiter. Es ist eine schwere Zeit und ich hoffe, wir haben die Gelegenheit oder wir nehmen die Gelegenheit, ein bisschen Ruhe, von dieser Ruhe ein bisschen zu profitieren und vielleicht auch einen kreativen Moment oder eine kreative Zeit für uns zu geniessen. Ich wünsche euch alles Gute.